société sur votre état de santé? Die Situation in den Krankenhäusern lässt keinen Zweifel aufkommen. Wegen der Covid-Restriktionen sind die Jugendpsychiatrien überlastet. In Frankreich etwa sind die Einlieferungen von unter 15-Jährigen um 80% gestiegen, die gleiche Tendenz in Belgien. Hier im Erasmus-Krankenhaus in Brüssel haben sich die Nachfragen nach Sprechstunden seit September verdreifacht. Wer einen Termin bekommt, muss eine bis zu 3 Monate lange Wartezeit in Kauf nehmen. Meist sind es Ängste, Orientierungslosigkeit, aber auch schwere Pathologien, die die jugendlichen Patienten einen Spezialisten aufsuchen lassen. Hinzu kämen Jugendliche mit schweren Essstörungen, sagt die Leiterin der Kinderabteilung im Erasmus-Krankenhaus, Marie Delaye. Es gäbe Jugendliche, die 20 Kilo verloren hätten, ohne dass es den Eltern aufgefallen wäre. Schließlich gäbe es Fälle schwerer Depressionen und Psychosen, fast schon Verfolgungswahn. Um der starken Nachfrage Herr zu werden, hat das Krankenhaus seine Arbeitsmethoden geändert. Krankenhausaufenthalte sind nun kürzer, dafür aber intensiver. Der 17-jährige Arthur klagt seit 2 Jahren über Konzentrationsschwäche. Doch seit den Lockdowns haben sich seine Schulleistungen rapide verschlechtert. Der Gang zur Schule ist für ihn zum Horror geworden. Wenn sein Wecker klingelte, füge er noch 10 Minuten hinzu, nach 10 Minuten dasselbe Spiel. Er habe Schwierigkeiten aufzustehen, zur Schule zu gehen und dann dort zu bleiben. Es genüge, wenn ein Klassenkamerad eine Stunde Schwänzen auch nur erwähne, schon sei er draußen. Pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc il suffit que n'importe qui me dise « Oh mais viens on sèche !» Bah ouais, je vais sécher parce que j'ai pas envie d'aller à l'école. Diese Situation wirkt sich negativ auf seine Psyche aus. Je trouve plus de motivation à Er finde für alles, was er zuvor getan hat, weniger Motivation. Dann fühle er sich sehr schlecht. Er sei schlechter Laune und leicht reizbar. Je suis de mauvaise humeur, je suis irritable, voilà. Doch Arthur ist zuversichtlich, es wieder auf den richtigen Weg zu schaffen. Erst recht für die Zeit nach der Pandemie. Für Jugendliche wie Arthur haben die Lockdowns indes psychologische, aber auch wirtschaftliche Folgen. Wie sich dies einmal auswirkt, ist noch nicht abzusehen.